habe meine Mutter gefunden und mein Vater ist noch auf der Jagd, wahrscheinlich mit Bosper. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Odyssey im Auftrag des Königs. In der letzten Folge habt ihr ja gesehen, ich sollte Mo einen aufs Maul hauen, damit er meine Mutter nicht mehr belästigt. Aber dann Dolo hat ihn niedergestreckt. Ich würde mal sagen, ich probiere es jetzt mal anders. Und zwar werde ich mal dann Dolo irgendwo aus Reichweite bringen. Und zwar... Erstmal Richtung Leuchtturm. Warte auf mich beim Leuchtturm. Na gut. Er geht dann mal los. Okidoki. Dann gucke ich mal, in welche Richtung er läuft. Er läuft da unten runter. Okay. Dann haue ich dem Mo. Wo ist Mo? Hier ist Mo, richtig. Dann haue ich den nämlich voll einen aufs Maul, nämlich. Na gut. Dann gibt es jetzt eins aufs Maul. Komm her. Steck die Waffe weg. So. So muss das sein. Und dann hole ich mir den Ast noch und laufe ganz schnell hinter Dandolo hinterher. Ich hoffe, dass er da unten ist. Hier sind andere Peoples. Wo ist Dandolo? Weiß doch, dass er hier war. Hier runtergelaufen ist. Jetzt hat er sich weggespawnt. Shit. Na gut, okay. Dann muss ich halt eben... Jetzt ist Dandolo weg. Gut, das ist Risiko. Aber ich hoffe, dass jetzt die Quest gelöst ist. Die Muttersöhnchen-Quest. Na, tolle Nummer. Mutterbeschützer, würde ich sagen. Ah! Ist ja schon gut, du hast gewonnen. Was willst du? Ein ganz anderer Dialog gewesen. Aber deswegen werde ich immer erstmal das Geld stehlen. Ja, verdammt! Da. Mir tut alles weh. Es wird beim nächsten Mal noch mehr wehtun, wenn du nicht aufhörst, meine Mutter zu belästigen. Ist ja schon gut, ich lasse sie in Ruhe, Ehrenwort. Hoffentlich. Dann haben wir das auch schon erledigt. So. Mo wird dich nicht mehr belästigen. Mo wird dich nicht mehr belästigen. Ich danke dir, mein Sohn. Dieser Kerl hat mir schon richtig Angst gemacht. Tja. Dann quaken wir mal ein bisschen mit anderen Peoples, die wir noch nicht angesprochen haben. Wie zum Beispiel der Irre Fellan. Heute ohne Hammer oder was? Hallo. Lass mich in Ruhe. Ich habe zurzeit keine Lust, mit jemandem zu reden. Die scheint irgendwas zu belasten. Irgendwas ist gut. Mann, du stehst hier vor einem Schwerverbrecher. Ist jetzt ein Witz, oder? Zum Spaßen ist mir wirklich nicht zumute. Oh oh. Was hast du denn verbrochen? Nichts. Das ist es ja eben. Wie? Erst sagst du, du wärst ein Schwerverbrecher und nun willst du nichts verbrochen haben? Wie passt denn das zusammen? Ganz einfach. Ich wurde für das Verbrechen eines anderen bestraft. Ich habe nicht den Diebstahl begangen, sondern ein gewisser Gerbrand. Aha. Was genau ist passiert? Ich habe gesehen, wie Gerbrand eine Schatulle aus Lemas Haus gestohlen hatte. Ich stellte ihn daraufhin zur Rede und sagte ihm, dass ich ihn bei Lord André anzeigen würde. Aber er lachte nur und sagte, ich werde schon sehen, was ich davon habe. Und dann? Am nächsten Morgen standen plötzlich einige Männer der Stadtwache vor mir. Sie behaupteten, dass ich Lema eine Schatulle gestohlen hätte. Gerbrand soll mich angeblich dabei beobachtet haben. Verstehe. Er hat den Spieß umgedreht. Dann nehme ich an, dass der Gerbrand die Schatulle untergejubelt hat. Genau so war es. Sie untersuchten mein Haus und fanden diese schon nach kurzer Zeit. Ich wurde zu Lord André geführt und beteuerte meine Unschuld. Doch er glaubte mir kein Wort und ließ mich in den Kerker stecken. Und wie kam es, dass er dich verbannte? Spielte da der Überfall der Orks mit eine Rolle? Richtig. Als die Orks Corines überfielen, ließ Lord André die Gefangenen frei, verhängte aber über alle, dass sie fortan verbannt seien. So auch ich. Ich floh mit den anderen Bürgern hierher, doch finde ich keine Ruhe mehr, bis meine Unschuld erwiesen ist. Könntest du nicht mit Lord André sprechen? Du bist doch ein Krieger des Königs. Vielleicht hast du genug Einfluss, um ihn zu bitten, das Urteil zurückzunehmen. Wäre es nicht einfacher zu beweisen, dass Gerbrand der Täter ist? Wie soll ich das beweisen? Außer mir gibt es leider keinen Zeugen. Na gut, ich werde mit André sprechen. Ich glaube zwar nicht, dass dies so einfach gehen wird, aber ich kann es gerne versuchen. Ich danke dir. Das würde ja auch unheimlich Zeit in Anspruch nehmen, weil ich muss erstmal zu Lord André kommen.
Lema, da ist ja dieser Lema. Wie sieht's aus? Wie soll es schon aussehen? Man schlägt sich so durch. Erleihst du noch Geld? Solange wir so unruhige Zeiten haben, werde ich mein Geld zusammenhalten. Sicher ist sicher. Ach ja, dieser Akzent. Aber ich finde das gut, dass das wertet das Ganze so ein bisschen auf. Da ist ja Luzi. Die ist Bürgerin. Aber Luzi wurde doch auch noch erwähnt. Eben. Hey! Luzi, der Schrecken des Berges. Hallo. Hallo! Ich bin für niemanden zu sprechen. Ach ja, das war die mit der Telefonstimme. Stimmt ja. Ja, wer nichts wird, sitzt als Wirt rum. Womit verdienst du jetzt dein Gold? Ich weiß es nicht. Hier kann ich ja leider nicht verkaufen. Ach, und warum nicht? Witzbold, wer soll mich denn in diese Einöde bitteschön beliefern? Etwa die Orks? Nee, du hast ja deinen Stammtisch da nicht. Oder deine Theke da nicht. Brian, das war doch der Gehilfe. Hier haben wir Burger. Oh, Brian, hey. Quaken. Hi, Brian. Bist du noch immer der Auszubildende? Hallo, wer bist du? Ich heiße Brian. Ich bin der Lehrling von Meister Harad. Ja. Womit handelst du? Ich könnte dir Schmiederohlinge verkaufen. Ja, das will ich aber jetzt gar nicht. Und sonst? Und sonst? Ich weiß noch, was es für ein Theater war, bei Harad als Lehrling aufgenommen zu werden. Wirklich jeder von den Pennern hatte noch was dazu zu sagen. Ich will selber entscheiden können, wen ich als Lehrling aufnehme und wen nicht. Ja, da hast du recht. Schauen wir mal weiter. Wird Kanta. Hey. Hier sind sie alle, ne? Hallo, ich bin... Wohl eine weitere arme Sau, die versucht zurechtzukommen, was? Alles in Ordnung? Sieh dich doch mal um, dann siehst du selbst, ob alles in Ordnung ist. Ja. Was kannst du mir über die Orks sagen? Sagen? Du machst wohl Witze. Ich kann dir welche zeigen, dann kannst du die Orks selber fragen. Bist wohl eine harte Sau, was? Ja, verdammt, das bin ich. Sonst hätte ich mich nie so gut durch das Leben schlagen können. Wer bist du überhaupt? Mein Name ist Roland. Schön. Mein Name ist Kanta. Früher war ich Händler. Doch jetzt musste ich alles wegen dieser verdammten Orks zurücklassen. Keine Ahnung, wie es jetzt weitergehen soll. Kopf hoch. Alles wird gut. Verschon mich bloß mit diesem blöden Spruch. Ich kann ihn nicht mehr hören. Ja, das stimmt. Hast du denn wenigstens eine rostige Pfanne für mich? Hey. Nee. Ja. Gehen wir mal weiter. Bürger. Noch ein Bürger. Bäume. Oh, Tannenbaum. Oh, Tannenbaum. Oh Gott, ja. Ist ja wieder Weihnachten bald. Ach, wir haben noch einen Bürger. Halvor. Fischhändler. Verfaulte Pfiffe oder was? Hallo, ich bin... Wer oder was du bist, interessiert mich nicht. Zieh Leine. Nee, zieh Leine. Er ist ja wieder total freundlich. Da ist Torben. Hey, du. Unser Schreinermeister. Hallo, wie ist die Lage? Viele haben Angst vor einem Angriff der Orks. Und sonst? Mann, mehr hat er nicht gesagt. Und sonst? Ich fertige meine Schlösser selbst an. Dann kann ich wenigstens sicher sein, dass ich meine Truhen nicht umsonst so stabil gebaut habe. Kann das sein, dass hier irgendwie so ein Stimmwirrwarr ist? Gerade eben hat Kante auch irgendwie eine unterschiedliche Stimme gehabt. Und jetzt der Torben... könnte sein, dass der irgendwie aus dem Original ist. Hier ist noch was am Liegen. Steintafel der Magie 3. Oh, da ist eine Brücke. Sarah. Da gehe ich gleich rüber, nachdem ich hier noch die äußerste Ecke untersucht habe, beziehungsweise mit den Leuten muss man einfach mal reden. Vielleicht gibt es ja mehr Freundlichkeitspunkte. Leider nicht. Da hinten nämlich. Da sitzen nämlich zwei Verbrannte. Nein, Verbrannte. Ja. Und wir haben wieder einen Teleport zum... Wie heißt das? Flüchtlings... Muss ich mir gleich mal merken für meinen Titel. Teleport zum Flücht... Steinkreisritual und Flüchtlingslager im Norden. Okay, das Flüchtlingslager im Norden. Das für ein Stein, der sehr auffällig texturiert ist. Ja, was wird denn hier für ein Kaffeekränzchen abgehalten? Ignaz, Bürger, Arbeiter. Ignaz, du Alchemist.
Hey, wie sieht's aus? Gut, danke. Wenn du Spruchrollen brauchst, kannst du sie gerne von mir kaufen. Hast wohl selber welche, wa? Zeig mir deine Ware. Oh, was haben wir denn hier noch für lustiges? Tank der Geschwindigkeit. Gut, okay, gibt's hier irgendwas Neues? Wir haben ja vergessen Schlaf, Verwandlung Troll. Verwandlung Troll? Das ist ja mal ein Spruch. Kostet 200. Wäre mal lustig, das mal zu machen. Was haben wir denn hier? Verwandlung Minecrawler Warrior. Ich habe genug Kohle, ich mach das mal. Verwandlung Minecrawler Warrior. Warum? Verwandlung Fleischschwanze. Schattenläufer, ja, kennen wir. Blutfliege Oger. Ogerverwandlung. Aha, kostet auch nur 80. Das ist immer lustig. Schwarzer Goblo. Verwandlung Löwe nehme ich auch. Ich mach erstmal hier. Feuerwaran. Verwandlung Ork. Ja, ich glaube, die werde ich alle nehmen, weil das kann zum Vorteil sein. So, ich glaube, dann haben wir alles. Na, jetzt bin ich wieder drüben. Yep. So ist es doch richtig. So ist recht. Ah, Moment. Du hast mir gerade recht. Ich suche noch einen Assistenten für ein Experiment. Du wirst doch bestimmt der Wissenschaft einen Dienst erweisen. Immer langsam. Sag mir erstmal, worum es geht. Ich möchte einen Trank herstellen, der Vergiftungen und Krankheiten heilt. Interessant. Erzähl weiter. In einem alten Buch habe ich gelesen, dass solch ein Trank möglich ist, wenn man drei verschiedene Substanzen miteinander verbindet. Man benötigt zum einen das Sekret aus dem Stachel einer Blutfliege, ferner eine Zirpennessel und drittens eine Sonnenaloe. Leider aber habe ich keine Ahnung, wie ich an diese Dinge komme. Darum wollte ich dich bitten, dass du für mich auf die Suche gehst. Ich wäre für deine Bemühungen auch bereit, 100 Goldstücke zu zahlen. Nun, was sagst du? Na schön, aber ohne Alchemietisch wirst du das hier wohl nicht schaffen. Na schön. Das freut mich. Eine Sonnenaloe Vera. Mhm. Was haben wir denn hier? Gegengift, der Verbannte. Mhm, ja, das ist klar, da muss ich Beweise. Und hier brauche ich eine Sonnenaloe. Blutfliegensekret. Da muss ich auch erstmal lernen, Blutfliegensekret zu ziehen. Ring der Steinhaut. Folteraxt. Exiliertes. Der Heilung. Gucken wir mal weiter. Hier gibt es hier noch irgendwie. Die Sonnenaloe. War die nicht hier irgendwo in der Nähe? War da nicht? Da muss doch was gewesen sein, liebe Leute. Ich kann mich erinnern. Oder ich verwechsel das wieder mit einem anderen Gothic-Spiel. Eine Sonnenaloe. Ah. Wollt's hier nicht verrennen. Sonnenaloe. Eine Sonnenaloe. Ah, die Tannenbäume, den haben wir ja schon. Mensch Gott, wo war denn diese Sonnenaloe? Hier ist auch noch irgendwas. Eine Goblinbeere. Vielleicht kann mir jemand sagen, ob ich hier richtig auf der Suche bin nach der Sonnenaloe. Wenn ich sie nicht hier finden sollte. Ah, dann gehen wir mal rüber über die Brücke. Nachdem ich hier nochmal geguckt habe. Nein, hier ist nichts. Ich meinte, die hätte an irgendeinem Steinchen irgendwie geklebt oder so. Oh, der klippt. Nee, okay. Brücke. Ja, ist ein bisschen doof, wenn der Dandolo nicht da... Mike? Hallo, danke. Mike ist auch dabei. Einige wissen, wie ich mit Vornamen heiße. Hallo, lass mich in Ruhe. Okay. Doch, der redet ein bisschen mehr. Naja, gut. Sarah. Hey, du. Hallo, Roland. Du bist im richtigen Moment zurückgekehrt, denn... Kopf hoch. Alles wird gut. Alles klar? Ach, danke, Roland. Es geht. Ich kann mich nicht beklagen. Warte mal. Nee, okay. So, Mike labert nichts mehr. Hallo. Lass mich in Ruhe. Ja, labert nichts mehr. Okay, am Ende der Brücke. Wer steht denn hier am Ende der Brücke? Wer steht denn da? Truman. Truman? Aufpassen, dass hier nicht irgendwie so eine Lampe runterfällt vom Himmel, ne? Abu Jean ist auch dabei. Okay, dann wollen wir uns erstmal in die richtige Position bringen und werden erstmal den Truman anlabern. Hallo. Hau bloß ab. Was ist denn jetzt los? Sind die alle bekloppt oder was? Merkwürdig.
Es scheint mir so, als wäre ich dir schon einmal begegnet, Reisender. Nun, groß sind die Geheimnisse von Zeit und Raum. Oh, verzeih mir meine Unhöflichkeit, Sohn der Geduld. Ich habe dich noch gar nicht begrüßt. Willkommen, Freund. Oh, das... ich habe mich an Abujins Stimme so gewöhnt, dass ich nicht weiß, wer du bist. Wer bist du? Mein Name ist Abujin ibn Jadir ibn Omar Khalid bin Hajdi al-Sharibi. Ich bin Seher und Weissager, Sterndeuter und Tabakanbieter. Moment, wie bitte? Das ging mir etwas zu schnell. Abujin ibn Jadir ibn Omar Khalid bin Hajdi al-Sharibi. Du Sohn der kurzen Gedanken. Aber es genügt, wenn du mich Abujin nennst. Das können sich die Menschen des Nordens besser merken. Ach ja. Der Sprecher muss natürlich wahrscheinlich geübt haben, damit er das so schnell aussprechen konnte. Was für ein Kraut bietest du an? Was du willst. Ich kann dir aber besonders meinen würzigen, erfrischenden Apfeltabak empfehlen. Greif nur zu, Sohn der Abenteuer. Nö, du hast aber auch einen anderen Tabak. Du hast aber auch anderen Tabak? Natürlich. Allerdings ist meine Apfelmischung besonders gut. Eine Sinfonie aus meiner Heimat, den südlichen Inseln. Aber wenn du etwas anderes haben willst, kein Problem. Schau dir ruhig an, was ich habe. Na, was hast du denn? Zeig mir deine Ware. Also, wir hätten besonderen... Was haben wir denn? Wacholder? Roter Tränenpfeffer, Salz, Apfeltabak. Habe ich zwar selber, aber das ist kein spezieller Honigtabak. Was haben wir denn hier? Krauttabak. Ah, ich weiß nicht. Nee. Mal gucken, ob er in die Zukunft gucken kann. Hallo Abujin, ich möchte ganz gerne in die Zukunft gucken. Geht nicht. Wieso nicht? Geht nur nächsten Donnerstag. Ach, das wusstest du nicht vorher? Kannst du mir eine Weissagung geben? Meine Dienste stehen dir für bescheidenen Lohn zur Verfügung, oh Vater der Großzügigkeit. Wie viel willst du haben? Nun, für meine erste Prophezeiung werde ich für dich schon für bescheidene 50 Münzen einen Blick in die Zeit riskieren. Doch bedenke, die Zukunft ist immer ungewiss und ich bin nur in der Lage, Bruchstücke aus der Zeit zu erfassen. Aha. Was? Und das kannst du alles ohne Teppich und ohne Shisha? Verstehe ich nicht hier. Dann wollen wir mal gucken hier, ob er das kann. Erzähl mir von der Zukunft. Gut, Suchender des Wissens. Ich werde mich nun in Trance begeben. Bist du bereit? Bereit. Orks. Sie bewachen einen Zugang. Ein alter Stollen. Ich sehe Erz, magisches Erz. Viele Kämpfe, die eine Entscheidung bringen. Freiheit oder Tod. Der Sieger erhält eine silberne Rüstung, eine Gruft. Tote Paladine erwachen aus ihren Gräbern. Ein mächtiges Artefakt. Und ein Magier, der danach sucht. Tut mir leid, die Vision ist vorüber. Ich sehe nichts mehr. Was soll noch einen anderen Kanal? Herrlich. Danke, Abujin Ahmed Ahwat. Mach mich schachmatt, dann bin ich platt. Nicht wahr? So, weiter geht's. Gucken, was gibt hier. So, wer ist das? Das ist Rengau, hey, ein Jäger. Ich glaube, es ist ein Jäger gewesen. Jora meinte, du hättest sein Gold. Ach ja. Jora meinte, du hättest sein Gold. Verdammt. Nichts wie weg. Was? Stopp. Er haut einfach ab. Stopp. Hab dich. Hab ich dich. Was willst du von mir? Du hast Jora beklaut. Und er hat dich auch dabei gesehen. Also abgesehen davon, dass du ein mieser Dieb bist, würde ich sagen. Ich habe einen Anteil an der Beute verdient, oder du erzählst mir jetzt, wer du bist, oder du gibst mir jetzt Joras Gold. Nee, Joras Gold natürlich, ne? Du gibst mir jetzt Joras Gold. Hier hast du die Kohle, Mann. Aber jetzt lass mich laufen. Ich tu's auch nie wieder. Wieder den Händen der Rengaro hier. Das ist doch dieser Säckel hier, den kenne ich hier auf. Nicht Luzi. Rengaro, bleib hier! Warte mal. Ich sollte dich der Miliz übergeben. Oder ich werde erstmal sein Kinderspielzeug klauen. Ich sollte dich der Miliz übergeben. Was willst du denn noch?
Ich hab nichts mehr. Lass mich laufen, Mann. Zieh Leine und lass dich hier nicht mehr sehen. Ich werde dafür sorgen, dass du in den Knast kommst, oder warum sollte ich das tun? Warum sollte ich das tun? Hier auf Korinnes ist es immer gut, die richtigen Leute zu kennen und es sich nicht mit ihnen zu verderben. Ich könnte ein gutes Wort für dich einlegen. Mehr kann und werde ich dir dazu nicht sagen. Der Rest liegt an dir. Hm, ich verstehe. Du gehörst zur Diebesgilde von Korinnes und meinst... Ja, ich bin Mitglied der Diebesgilde. Und ich meine, dass du durch meine Hilfe dir richtig die Taschen füllen kannst. Soll ich das machen? Zieh Leine und lass dich hier nie mehr sehen. Ach komm, lass mal laufen. Zieh Leine und lass dich hier nicht mehr blicken. Das wirst du nicht bereuen. Danke, Mann. Da rennt er hin. Der Rengaru. Oh je, oh je, oh je. Okay, dich hatte ich schon. Brian. A baby called Brian. So, wieder zum Ausgangspunkt zurückgelatschen. Und wir haben, ach ja, den Truman haben wir ja. Abujin und Truman. Okay, gibt's hier noch irgendwas um die Ecke? Also gibt's denn hier keine Kräuter um die Ecke? Hier waren noch mal welche. Und dann nicht. So wie das aussieht, werden wir hier noch jemanden antreffen. Das ist der Nagur. Hey! Hallo! Mann, lass mich einfach in Ruhe, okay? Mehr nicht? Hey! Hallo! Mann, lass mich einfach... Jo, okay, mehr nicht. Ja, wenn mich nicht alles täuscht und hier runtergehen, dann werden wir einen Schrein sehen. Und statt zu schreien, werde ich aber mal wieder eine Runde feldknöterig und leichte Wunden heilen einsammeln. Und natürlich beten. Mal gucken. Beten, 100 Göstücke. Und wieder ein bisschen Stärke. Haha. Das dürfen wir 62 haben, ne? Ja, 62 Schatterke. Sehr schön. Oh, ich bin ganz alleine hier auf weiter Welt und weiter Welt und Wiesenflur auf weitem Feld, meine ich. Was könnte noch passieren? Was könnte noch passieren? Wo geht's hier hin? Wo gibt's hier? Wo gibt's hier was zu erleben? Wo ist Hippy? Hier hat's doch irgendwo gezischelt. Aber wo? Da oben wahrscheinlich, wa? Ah. Okay. Da hat's gezischelt. Och, mein Kröllersche. Ach Gott, mein Kröllersche hier. Gibt's bestimmt noch mehrere mein Kröller. Mein Gröler. Na. Oh, zu viel des Guten. Ich bin mal ein bisschen vorsichtig, obwohl ich mir eigentlich zutrauen könnte, die alle auf einmal zu nehmen. Wo geht's denn da rein? Buddelfleisch und nochmal Buddelfleisch. Was war noch? Eine Feuerwurzel. Oh, oh. Schauen wir mal. Das hört sich wieder nach Minecraftern an. Hallo, zieh doch mal richtig deine Waffe hier. Rutscht immer ab vom Griff. Und hack auf. Oh, da hinten sind noch mehr Minecrawlerchips. Okay, komm. Machen wir kurz einen Prozess. Oder die machen mit mir kurz einen Prozess. Man weiß es nicht. Zack, zack. Zack, zack. Oh. Ach ja, richtig. Hier war noch was Lustiges. Ich kann mich erinnern, ich kann mich so erinnern, wie lustig war das hier in diesem Raume. Da hinten steht ein Orki-Borki. Wieso wird denn der so... Macht der jetzt gleich eine Lightshow oder was? Hat er mich nicht gesehen oder gewittert? Was war denn das? Die letzte Streckung des Minecrawlers. Oh, ho, 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 ho.
macht er was? Guck. Der macht gar nichts. Tarok! Halt, Mora. Greif mich nicht an. Tarok will keinen Streit mit dir. Wieso greifst du mich eigentlich nicht an? Die Orks sind doch die Feinde der Menschen. Tarok hat genug vom Krieg. Tarok kämpft schon viele Jahre gegen die Menschen in Nordmar, in Mirtana und jetzt auf Corinis. Tarok hat daher das Heer der Orks verlassen. Ist kein Feind von Mensch. Na schön, wenn Tarok nicht mein Feind ist, werde ich auch seiner nicht sein. Tarok ist froh. Mensch wird ihm also wirklich nichts tun? Tarok kann ganz beruhigt sein. Ich werde ihm nicht zuleide tun. Ja, erinnert uns an Urshak, ne? Urshak, Freund. Genau, aber was macht denn Tarok hier? Was machst du hier? Tarok sucht friedlichen Ort, um zu leben. Fand diese Höhle hier. Na, so friedlich ist diese Höhle auch nicht. Hier wimmelt es von Minecrawlern. Crawler kamen plötzlich wie aus dem Nichts, haben Tarok angegriffen. Du suchst dir besser einen anderen Ort zum Wohnen. Tarok schon lange suchen, ist müde, bleibt besser hier, trotz Crawler. Woher kommen, Mensch? Kommen von großen Lager hier in der Nähe? Du meinst sicher das Flüchtlingslager. Nein, ich komme von einem Kriegsschiff des Königs, der Albatros. Geben nur noch sehr wenig Schiffe von Robar. Viele, viele Schiffe von Orks zerstört oder in Besitz genommen. Okay, gibt's eine Quest dazu? Weissagung? Nee, gibt leider keine Quest dazu. Ja, Tarok, die Minecrawler sind futsch. Und hier gibt's eine Truhe. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Ja, das war mal wieder klar, dass ich dafür einen Schlüssel brauche. Tja, Tarok steht da einfach so angewurzelt rum. Und, gucken wir uns noch ein bisschen hier um in der Höhle. Tarok. Urshak. Freund. Urshak bauen Ulumulu für dich. Ulumulu. Kennt ihr eigentlich die Geschichte, warum die Waffe Ulumulu heißt? Also die damaligen Gothic-Entwickler, die saßen irgendwie da drin und dann hat einer da die Waffe dann konstruiert am Computer. Und dann einer der Leute wurde gefragt, sag mal, wie soll ich denn die Waffe eigentlich nennen? Das ist mir doch egal, und wenn du so Ulumulu nennst. So war die Geschichte von der Waffe, der Ork-Waffe. Ulumulu, mein voller Warrior. Jawoll, und noch so ein Heinz dabei. Jep. Boah, es geht weiter. Ja, gucken wir nochmal hier um die Ecke. Ja, natürlich noch mehr. Och komm. Ja, so läuft das richtig gut. Ich hätte mich Anfang des Spiels auch mal ein bisschen mehr auf Schwertkunde und Einhänder konzentrieren sollen. Ich bin aber immer so einer, der das immer so ein bisschen gleichmäßig ausbaldowern möchte mit Stärke und Geschick. Und viel zu wenig grobes Schwert. Viel zu wenig in Kampffähigkeiten, Kampftalente investiert. Jeps. Gehe ich jetzt hier. Die sind doch ein bisschen größer. Ich müsste eigentlich noch ein bisschen was süffeln. Süffeln wir mal ein Tränkchen. Ah, da ist er, ja. Wunderbar. Wunderbar. Tja, aber ich kann immer noch kein Sekret ziehen. Steintafel der Lebensenergie. Was haben wir denn noch? Leichter Zweihänder. Mein Gott, habe ich einen Glump dabei. Liebe Freunde, liebe Zuschauer, ihr könnt es euch wahrscheinlich denken, werde erstmal diese Folge beenden und auch um einen Kommentar oder mehrere und einen Thump, also einen Daumen nach oben bitten. Also, es grüßt euch weiter herzlich und ich hoffe, ihr hattet Spaß.
euer David von Scouten. Ciao. Dach.